Recht herzlich willkommen zur 54. Folge vom Kerbal Space Programm. So, ich gehe nochmal rein. Der Dralo hatte geschrieben, ich könnte da noch den Vertrag Explore the Mon auch noch annehmen. Dann machen wir das doch mal. Ja. Gut, das haben wir. Dann war das hier alles genügend. Dann gehen wir zurück. Und was ist das hier eigentlich? Ach so, okay. Forschungsabteilung. Können wir auch was tun, oder was? Okay. Aber wir wollen ja erstmal jetzt eine Rakete bauen, um das System zu verlassen. Da hat der Dralo mir einen Bauplan geschickt. Und jetzt muss ich das finden alles, ne? Ah, hier ist der Okto. Den meinte der Dralo. Den haben wir irgendwie mit der Forschung freigekriegt, ne? So. Den Oktor soll ich nehmen. Ach so, warte mal, wir machen das anders. Weil die untere Rakete, die können wir wieder benutzen. Die erste Stufe. Dafür müssen wir sie laden. Das war die 5. Load. So, dann bauen wir die untere Stufe ab. Oder sogar den Rest der. Wo? Doch, Unterstufe wie bisher. Booster-TW anpassen. Okay, das heißt, Unterstufe ist hier. So, und das heißt, das hier alles schmeißen wir weg. So, jetzt sind wir weg. Jetzt nehmen wir den Okto wieder. Daran soll ich eine Antenne bauen. So. Ich müsste mal ein bisschen reinzoomen, ne? Damit man da ein bisschen mehr sieht. Mache ich mal so. Sieht das gut aus? Nicht wirklich, ne? Jetzt nehme ich das ganze Ding. Ich wollte aber nur die Antenne haben. So. So sieht so gut aus, oder? Den Thermometer und ein Gu mittig auf der Spitze. Ein Gu haben wir hier. Mittig auf der Spitze. Mittig auf der Spitze. Das müsste mittig auf der Spitze sein. Warte mal, das ist so. Kann ich das Thermometer. Wie, das ist das Thermometer? Nein, das sind Solarpanels. Ich wollte gerade sagen, das kann es doch nicht sein, oder? Thermometer, gute Frage. Ich weiß nicht, wo ich es finde. War doch eigentlich hier, ne? Da ist es. So, ich glaube, das geht so, ne? Ich glaube auch nicht, dass das jetzt ein Problem ist mit der. Ah, wir können das auf die andere Seite machen. Und die Antenne. Ah, wieder alles angepackt. Die Antenne packe ich mal da dran. So. Neue Batterien gibt es. Eine kleine Runde, neuer. Ach so, diese hier. Die wäre dann da unten runter zu packen, ne? Oder zwei von den anderen. Ja. Ne, ich mach das mit der hier. Das finde ich schicker. Machen wir mal damit, ne? Gut. Ja, das habe ich alles. Da unten den kleinsten Tank mit 4 Solarzellen und die Anti-Engine. Und Ant-Engine. So, jetzt den kleinsten Tank nehmen. Das ist ein Motor und das ist der Engine. Das ist der kleinste. Gut. Und da 4 Solarzellen. Solarzellen sind nicht hier, die sind hier, ne? Genau. Ne, falsch hier doch. Solarzellen.
Scheinwerfer sind das? Ne, die brauchen wir schon mal nicht. Das ist ein Dingens. Das ist hier auch ein Fallschirm. Das ist eine Solarzelle. Haben wir. Radiator-Panel. Habe ich noch gar nicht gewusst. Thermal Control System. Okay. Gut. Die soll ich nehmen. Und wie viel brauchen wir davon? 4 Stück, oder? Gut, 4 Solarzellen. 4. Ich würde mal sagen so, oder? Sieht gut aus, oder? Und dann brauchen wir ein Engine. Ein Ant-Engine. Da oben. Das ist alles. Krass, oder? Und dann noch 2 Gu und die Kappler. Und der Gu hier, ja. Rechte Taste noch einmal. Ja, sieht gut aus, oder? Vielleicht ein bisschen höher. Schick. Schick, schick. So, und dann die Kappler. Die Kappler hatten wir klar, ne, oder? Da braucht man jetzt keinen Schutz davor. Interessant. Gut, okay. Ich hoffe, das Ding hält auch so. Und dann... Muss ich mal rauszoomen, ne? Dann würde ich wieder diese Stufe dran bauen müssen, oder? Ah ne, warte mal. Erst die Klappe, dann einen großen Tank. Einen großen Tank. Das wird dann der sein. Und an dem großen Tank mit Terrier Decoupler. Ein Terrier. Da. Und dann wieder ein Decoupler. Den finden wir hier. Ja. So, da geht's zu. Und dann die Unterstufe. Gut, haben wir. Jetzt hängt das Ding ein bisschen viel in der Gegend rum. Ich hoffe, die kippt mir da nicht um, ne? Soweit, so gut. Und jetzt muss ich den Power einstellen. Hier war... Warte mal, erstmal machen wir hier Staging. Das passt. Die ab, aber das passt noch nicht. Na, ich glaube, ich muss da einen mehr haben. Und die beiden kommen da drunter hin. Die gestarten gemeinschaftlich. Wenn die abgebrochen sind, geht der weg. Dann fliegt der weg. Und der kann da mit rein. So, passte doch irgendwie fast. Und... Den packen wir damit rein. Ja, und irgendwie fehlt mir der Fallschirm zum Landen, ne? Aber den brauchen wir gar nicht, weil wir gar nicht mehr landen wollen. Ich glaube, das Staging passt jetzt so. Und die Zusatztanks und der Hauptantrieb starten. Da werden die Zusatztanks abgesprengt. Dann starten die beiden. Das passt. Und hier hätten wir das. Ja, dann wird der kleine Antrieb damit starten, ne? Wäre sofort bereit. Ich pack den lieber noch mal in eine extra Stufe, glaube. Ja, machen wir. Oder? Eigentlich Blödsinn, ne? Kann man da reinmachen und fertig. Gut, das haben wir alles. So. Die Antenne ist dran. Eine Checkliste hat er mir auch geschrieben. Mindestens 1 Electric Charge. Das haben wir
Wir haben Solarzellen alle dran, wir haben das Thermometer oben drauf. Wir müssen noch das TWR einstellen. Und zwar soll das hier volle Leistung haben. Das ist auch so. Und die hier sollen auf 1,6. Kommen wir ein bisschen runter. Ne? 1,61 ist alles gut. Passt jetzt. So, dann können wir hier mal gerade den Namen ändern. Das ist nicht mehr die V5. Das ist Dralos Escape. So nennen wir die. Und dann können wir das eigentlich speichern, oder? Staging haben wir gemacht, vor dem wir das TBR gemacht haben, also passt das. Ja, ich glaube, wir können das jetzt erstmal einmal saven. Gut. So, jetzt wollen wir mit dem Gerät dann einen ganz normalen Start hinlegen. Bis auf zwischen 80 und 100 Kilometer Orbit machen und alles ist gut. Gut, das können wir dann schon mal loslegen, oder? Bin ich gespannt, ob das was wird. So, da steht sie schon mal. Hart aufgesetzt, aber geht. Gut, und dann würde ich sagen, machen wir Full Speed. Wir machen das SAS an. Und dann können wir eigentlich loslegen, oder? Wir gehen gerade noch in die Karte und drehen uns hier passend. So, jetzt haben wir hier den Satelliten im Anstich dann, ne? Dort. Gut. Gehen wir wieder zurück. Und dann würde ich mal sagen, legen wir los, oder? 3, 2, 1, go! Ja, hebt ab. Sieht alles bis jetzt gut aus. Geht ein bisschen in die Schräglage schon mal. Alles prima. Können wir, glaube ich, noch ein bisschen einschwenken. Sieht gut aus. Gucken wir mal hier gerade rein. 3000, 4000. Und da sind es mal 2000. Wir gehen noch weiter rum. Oh oh, sie dreht sich wieder. Ich krieg sie nicht abgefangen. Doch, ich krieg sie abgefangen. Aber ich muss weiter gegenhalten. Oh oh, oh oh. Die weg, bitteschön. Und jetzt haben wir keine Chance mehr, ne? Nicht unangespitzt in den Boden rein, das wird nix. Nee, ich glaube, das Teil ist zum Scheitern verurteilt. Ich krieg sie nicht mehr abgefangen. Okay, das war zu viel des Guten. So. Wir sind schon auf dem Heimweg, ne? Ich glaube nicht. Ja, doch, wir steigen wieder. Ich werde es trotz alledem zu Ende bringen. Die Stufe ist allerdings gleich leer, sehe ich schon. Tja. Dieses Triebwerk ist jetzt wirklich nicht dafür ausgelegt, hierher zu fliegen. Also unwahrscheinlich schwer zu steuern. Und da kriegen wir auch gar nichts mehr hin, ne? Tja, 15.000. Die wird wohl nicht mehr hochkommen. Das ist schade.
Gut, okay, was machen wir dann? Wir machen Fieber messen. Das gibt Punkte. Senden. Wir machen den Gu auf. Und das gibt minimale Punkte. Senden bringt das zwar jetzt nur Transmission Data. Machen wir abbrechen, machen wir nochmal zu. Gucken wir mal gerade, wie weit kommen wir. Oh, geht sogar noch was. So, oh, bisschen viel. Das heißt, wir müssen mal gerade mit dem Speed runtergehen. Ah, alle. Okay. Dann kann das weg. Lass uns mal da vorrücken. Und dann gucken wir, wie weit es geht. 120, guck mal. Nee, nicht switch to. War ab hier. Okay, da kommen wir schon mal hin. Alles gut. Dann würde ich mal sagen, ausrichten wieder. Ausrichten auf diese Kante hier. Und jetzt nochmal hier rein. Da unten anzeigen lassen. Und wir geben jetzt mal Schub. Mal gucken wir mal, ob hier was passiert, aber es sieht nicht so aus, ne? Das kleine Triebwerk schafft das nicht. Nee, das wird nichts. Aber Versuch ist es wert, ne? So, den Kanister nochmal aufmachen. Ja, diese kleinen paar Punkte, die sammeln wir jetzt ein. In Upper Rigo. Okay, dann ging das halt nicht. Was macht der? Auch nicht mehr. Da steht immer noch das gleiche. Gut. Einmal raus. Ja, da gehen wir irgendwann runter. Das kleine Triebwerk hat ja keine Chance, ne? Ist klar. Obwohl, es wird minimal größer, glaube ich, ne? Aber alles gut. Egal. Alle Daten, die wir hatten, haben wir geschickt. Wie sah das denn hier mit Dingens aus? Sag schon. Electric Charge haben wir. Okay. Jetzt kommen wir gleich aber ins Dunkel und da ist dann nämlich keine Solarzelle mehr, die da lädt, ne? Gucken, ob jetzt hier was geht. Nein. Okay, unsere Höhe wird gleich irgendwo so sein, dass wir nicht mehr im All sind. Oh, es ist eine ganze Ecke größer geworden. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, ne? Aber damit wird das nichts. Gut, was können wir noch machen? Das kleine, niedliche Triebwerk. Ich muss mal gucken, ob ich nochmal an den Dingens dran komme, ans Thermometer. Da kann ich nochmal was messen. Aber ich glaube, das würde ich jetzt überschreiben, ne?
Temperatur messen. Machen wir nochmal und... Ach, senden geht nicht mehr. Gesendet haben wir es auf jeden Fall noch. Okay. Dann haben wir hier noch einen Kuh. Gucken, ob der hier was bringt. Nee, jetzt gerade nicht. Vielleicht springt mir das Ding jetzt auch um Ohren. Das kann auch sein. Was ist die Vermutung? Kuhanalyse. Passiert jetzt auch nichts. Ich muss mich nur nicht erschrecken, wenn das gleich hochgeht, ne? Jetzt müsste man ja in dem Feuer richtig was hier testen können, oder? Ja, der hält so ziemlich gut aus, ne? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Können wir da noch was testen? Na. Hat sich nichts geändert. Okay. Das kleine Triebwerk kämpft ums Überleben. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwie noch gegensteuern könnt. Oh. Ändert nichts. Wie sieht es eigentlich mit Treibstoff aus? Das ist ein riesiger Tank, ne? Da hätten wir noch ganz viel Power. Können wir weiß, wie lange was mitmachen. Ja, Fallschirm ist nicht bei, ne? Den hätten wir gebrauchen können, ne? Oder wie war das? Ist auch nichts besser. Okay. Oh, hier gibt es eine Wasserlandung, glaube ich. Aber trotzdem explodiert das Ding dann, glaube ich. Auch wenn es Wasser ist. Wenn wir Glück haben, bleibt ja was über. Dann können wir noch einen Test machen. Ja, irgendwie wollen die gerade nicht aufgehen. Geht noch was? Nee. So, dann wollen wir das mal geschehen lassen. 2000 freier Fall. Interessant vielleicht, wenn das ins Wasser kommt, der Absturz, ob da was passiert hier noch. Wenn der Ghoul überlebt, kriegen wir vielleicht noch was hin. Aber können wir nicht mehr funken, ne? Und 200, 100 und Batsch. Schöne Fontäne und es ist nichts übergeblieben, ne? Okay. Abort. Eigentlich nicht. Space Center. So. Gut. Da haben wir gesehen, wie man es nicht macht. Aber wir haben ein paar Punkte gekriegt, oder? Ja, es waren nur 3 Punkte, aber die haben wir gekriegt. Ist besser wie gar nichts. Haben wir denn noch was in der Anzeige drin? Nee, das sind die Teile, die jetzt hier rumfliegen im All. Alles gut. Gut, hat also nicht geklappt. Nächstes Mal bauen wir die Rakete nochmal. Müssen wir gucken, dass wir nicht so stark einlenken. Dann sollte die auch hochkommen. Okay, dann bedanke ich mich erst fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.